Moin und herzlich willkommen zu einem weihnachtlichen Büchervideo. Es ist bereits Anfang Mitte Dezember und deswegen wird es wirklich Zeit, euch ein weihnachtliches Video hochzuladen auf meinem Kanal. Ich liebe ja die Vorweihnachtszeit und demnach liebe ich es auch, Bücher zu diesem Thema zu lesen. Da kann auch jegliches Genre dran kommen, unter anderem auch Liebesromane, die ich ja normalerweise eher meide. Aber Weihnachten ist nun mal das Fest der Liebe, der Freundschaft, der Familie und auch besondere Werte werden da auch gerne hochgehalten und deswegen kann ich auch ein bisschen Kitsch vertragen und beziehungsweise ich will das sogar ganz gerne, wenn das ein bisschen übertrieben ist und auch gerne mal eine Moral drin vorkommt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da bin ich irgendwie zu Weihnachten ein bisschen anders gestrickt. Und deswegen habe ich mir jetzt hier einen Stapel von 5 Büchern neben mir gelegt, die ich gerne in der Vorweihnachtszeit lesen möchte. Eine Art Want-to-Read für Dezember 2019. Normalerweise bin ich ja nicht so ein Fan von diesem Format der Leseliste, des Lesevorhabens für einen bestimmten Zeitraum, denn ich mag es nicht so gerne, so ein Korsett übergestülpt zu bekommen und ich habe es eigentlich lieber, wenn ich frei entscheiden kann, was ich zu lesen habe. Und ich finde auch, dass es irgendwie ein bisschen doppelt gemoppelt ist, wenn man an Anfang des Monats Bücher zeigt, die man am Ende des Monats im Lesemonat nochmal zeigt. Deswegen habe ich mich normalerweise gegen dieses Format entschieden. Aber zu Weihnachten macht es natürlich Sinn, weil ihr die Bücher natürlich gerne in der Vorweihnachtszeit sehen möchtet und nicht nach der Weihnachtszeit, wo es schon längst vorbei ist. Ja, und deswegen mache ich jetzt dieses Video und ich gucke auch dieses Format unglaublich gerne bei anderen, um so ein bisschen in diese weihnachtliche Stimmung zu kommen, um natürlich auch weihnachtliche Büchertipps zu erhalten. Und ich hoffe auch, für euch ist etwas dabei. Es ist wirklich eine tolle Mischung, wie ich finde. Es sind Familiendramen dabei, ein historisches Wintermärchen, ein Kinderbuch ist dabei und ja, es fehlt vielleicht so ein bisschen der weihnachtliche Thriller. Hatte ich kurz überlegt, ob ich mir da auch noch was zulege, aber ich schaffe es sonst nicht. Es sind sogar schon noch Bücher dabei, die aus letztem Jahr, die ich da nicht geschafft habe. 4 Bücher sind das, die noch übrig geblieben sind. Nur ein weiteres habe ich mir neu gekauft und das ist aber wirklich was sehr Besonderes. Da dürft ihr euch drauf freuen, das werde ich dann auch erst am Ende des Videos zeigen. Ich könnte mich bei Weihnachtsbüchern wirklich dumm und dämlich kaufen, weil die sehen auch immer so schön aus und glitzern und ja, aber ich habe mich zusammengerissen. Wir wollen jetzt beginnen mit dem ersten Buch, was ich bereits gelesen habe bzw. gehört habe, Ende November. Und zwar ist das Alle unter eine Tanne von Loma Linke. Der Loma Linke hat das Hörbuch auch selbst eingesprochen. Ich habe hier diese kleine niedliche Ausführung der Fischer Taschenbibliothek. Es gibt es aber auch als normales Taschenbuch. Hierbei handelt es sich im Grunde eher um eine Familienkomödie, Schrägstrich Familiendrama. Denn wir treffen hier auf Robert und Ellie, die wirklich lange Jahre der Ehe hinter sich haben. Sie haben 3 Kinder großgezogen, die mittlerweile erwachsen sind und ihre eigenen Familien und ihre eigenen Leben leben. Aber sie haben sich auseinandergelebt, also Ellie und Robert jetzt. Die passen nicht mehr zueinander, sie lieben sich nicht mehr und deswegen haben sie sich vor 3 Jahren getrennt, haben mittlerweile auch ihre eigenen neuen Partner. Aber immer, wenn die ganze Familie zusammenkommt zu jeglichen Festtagen oder anderen Anlässen, spielen sie Theater und machen auf Friede, Freude, Eierkuchen, damit ihre Kinder nichts mitkriegen, dass sie sich bereits getrennt haben. Und auch in diesem Jahr zu Weihnachten soll das ganze Theater von vorne losgehen. Robert zieht zu dieser Zeit immer wieder zurück ins Familienhaus zu Ellie und der Partner von Ellie muss ausziehen. Auch die neue Partnerin von Robert darf sich dort nicht zeigen. Und die sind natürlich überhaupt nicht begeistert von diesem Theater, versuchen aber Verständnis zu zeigen, aber so langsam nach 3 Jahren werden sie schon ein bisschen stinkig. Ja, aber Ellie möchte dieses Theater durchziehen, denn sie glaubt, dass ihre Familie daran zerbrechen könnte, beziehungsweise es nicht verstehen könnte, dass die sich getrennt haben und sie möchte, ja, dass die Familie zusammenbleibt und es alles harmonisch bleibt, merkt aber nicht dabei, wie egoistisch sie eigentlich ist mit ihren Vorhaben. Ja, aber nicht nur die beiden haben ihr großes Geheimnis, sondern auch ihre Kinder tragen alle ein Geheimnis mit sich, als sie denn ja, kurz vor Weihnachten bei ihnen alle antreffen. Da haben wir zunächst Tobias, der eigentlich ein Musikstudent ist und alle erwarten große Sinfonien von ihm bald, aber er ist mittlerweile ja, ein Komponist für
Werbejingles, weiß nicht, ob man da auch Komponist sagt. Jedenfalls verdient er sich damit sein Geld, ist auch ganz gut, aber er schämt sich dafür, dass er jetzt einfach nur so lächerliche Jingles macht und nicht irgendwelche großartigen Sinfonien. Und das wissen sie eben nicht, dass er sein Musikstudium abgebrochen hat. Dann haben wir Susanna. Susanna ist so eine ganz kontrollierte und sehr strukturierte Frau, eine selbstbewusste, aber eben auch so ein bisschen steife Frau, die zusammen mit ihrem Mann ein Autohaus betrieben hat, das aber leider bankrott gegangen ist und sie jetzt die Kontrolle verloren hat, und das kennt sie eigentlich nicht von sich, und da schämt sie sich auch für. Sie möchte ihre Eltern um Geld bitten, aber weiß noch nicht genau, wie sie das anstellen soll, indem sie hofft, irgendwie ihr Gesicht wahren zu können. Und dann haben wir noch die Nachzüglerin Leonie, die ihr Leben im Chaos lebt und von einem Bett ins andere Bett von einem Mann hüpft. Und ja, jetzt ist es passiert. Sie ist schwanger und sie weiß nicht von wem. Und das soll natürlich auch niemand rauskriegen. Noch sieht man nichts von ihrem Babybauch. Und auch das ist natürlich ein großes Drama. Ich muss sagen, zu Anfang hat mich das alles ein bisschen genervt und war mir ein bisschen zu dramalastisch bzw. zu deprimierend, weil alle nur gejammert und gemeckert haben. Und natürlich sind das Probleme, aber es gibt größere Probleme, und sie haben halt wirklich ein großes Drama draus gemacht. Und diese Schmierenkomödie, ich finde es immer ganz schlimm, wenn Leute nicht miteinander reden, und das ist ja nun mal der Aufhänger des Buches, dass alle versuchen, gegenseitig ihre Geheimnisse zu bewahren, und das schon ein bisschen aberwitzig wird. Natürlich hat das Ganze auch eine gewisse Komik, eine gewisse Situationskomik, und irgendwann sind mir diese Personen, diese Figuren auch ans Herz gewachsen mit der Zeit, und ich konnte da ein bisschen besser mit ihnen mitfühlen. Aber besonders Ellie, die wirklich unglaublich egoistisch da ihr Ding durchzieht, und besonders ihr Partner, die Gefühle ihres Partners mit den Füßen tritt, und auch ihre Kinder. Naja, sie merkt es aber irgendwann, und auch das Ende ist eher versöhnlich. Sie bekommt ihr Fett weg, und das hat mich dann versöhnt. Aber das Ganze ist natürlich, ich glaube, man könnte es auch gut als Theaterstück aufführen, weil es im Grunde ja nur in diesen heiligen Hallen, in den Räumen abspielt und viel per Auftritt und Abtritt von Personen geht, dann in die Küche, dann mal raus in den Garten. Und viel natürlich mit Dialogen passiert, aber auch mit Rückblicken, um die Figuren halt ein bisschen besser kennenzulernen. Ja, also es ist mal komisch, mal ein bisschen dramatisch, mal ein bisschen augenverdrehend dramatisch, und zum Schluss aber ist es ganz versöhnlich. Das Ganze ist sogar verfilmt als deutsche Verfilmung. Ich habe mal ein bisschen reingeblickt, aber es scheint sehr nah am Buch zu sein, und deswegen reicht mir, glaube ich, auch das Hörbuch. Ich muss sagen, dass hier so ein bisschen das weihnachtliche Flair gefehlt hat. Also diese weihnachtlichen Thematiken kamen mir so ein bisschen zu kurz, um so in diese weihnachtliche Stimmung zu kommen. Natürlich sind so diese Werte, die hier eben getragen werden, wie Familie, Offenheit und sich anzuvertrauen, an sich zu glauben. Das hat natürlich auch viel von diesen weihnachtlichen Werten, aber die weihnachtliche Stimmung ist hier nicht so richtig aufgekommen, leider. Und insgesamt war es für mich auch nur durchschnittlich. Das nächste Buch lese ich gerade mit meiner Lesegruppe All You Can Read, mit den Mädels, wo wir jeden Monat zusammen ein Buch versuchen zu lesen. Und dieses Buch habe ich vorgeschlagen, weil das eben noch vom letzten Jahr auf meinem Sub lag, und ich dachte, das passt ganz gut. Und zwar Ein Märchen im Winter von Kate Lord Brown. Ich hänge leider ein bisschen hinterher. Die Mädels haben, glaube ich, schon den ersten Abschnitt besprochen nach 100 Seiten. Ich habe jetzt gerade erst das erste Kapitel gelesen, bin auf Seite 36, demnach auch wirklich nicht weit. Hier geht es um eine Frau namens Grace, die gerade ihren Mann verloren hat. Er ist gestorben und er hatte sehr, sehr viele Schulden. Demnach hat sie auch ihr Haus verloren, das gepfändet wurde. Und sie muss zurück zu ihren Eltern ziehen und muss erstmal mit ihrem Leben wieder klarkommen. Das ist für sie sehr, sehr schwierig, weil sie eben auch ihr Zuhause und ihren Mann verloren hat.
Und ja, ihr wird irgendwann einen Job angeboten von einem Schriftsteller namens Fraser Stratton, der auf einem Anwesen lebt in einem Cottage und dort fährt sie nun hin für den Winter, um ihn dort zu unterstützen. Verwaltet wird dieses Anwesen von dem sympathischen Patensohn Jack. Da weiß man natürlich, was auf einen zukommt, dass es hier eine Liebesgeschichte noch geben wird. Aber es gibt eben auch noch ein Familiengeheimnis, was diese beiden Familien miteinander verbindet. Dieses Geheimnis spinnt sich ringsherum um eine Brosche. Und auch in dem ersten Kapitel haben wir schon von einem Schmuckstück, von einem Erbstück erfahren, wo es aber wohl mehrere Teile gibt. Also könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht einen weiteren Teil eben bei der Familie der Strattons findet. Ja, ich habe noch nicht viel gelesen, nur dass sie jetzt erstmal klarkommen muss mit der Welt und es wird auch alles sehr rätselhaft beschrieben, also man weiß noch gar nicht genau, was passiert ist, was sie vorhat, was es mit diesen Edelsteinen zu tun hat, die irgendwie entwendet wurden und eigentlich eingemauert wurden in den Kamin, als sie das Haus gekauft haben. Und ja, ich bin gespannt, freue mich da sehr drauf. Es scheint ein sehr atmosphärisches Buch zu sein mit viel Schnee und ja, so ein englisches Cottage, das hat doch auch was. Und denn eben mit dieser Brosche macht das Ganze irgendwie noch zu etwas Besonderem. So ein Familiengeheimnisgeschichte mit einer wahrscheinlich großen Portion Liebesgeschichte dabei. Ich bin gespannt. So, das nächste ist eher, ich glaube, was Literarisches. Das Buch kann ich noch überhaupt gar nicht einschätzen, weil es könnte ein Kinderbuch sein, es könnte aber auch ja, ein erwachsenes, literarisches, symbolisches Buch sein. Und zwar der magische Adventskalender von Jan Brandt. Hier treffen wir auf Jonas, das ist ein Junge, der diesen ganzen Trubel um die Adventszeit, um die Weihnachtszeit überhaupt nicht verstehen kann, warum alle so aufgeregt sind und sich so sehr drauf freuen, als ob Schnee, Plätzchen und Geschenke das Leben verändern könnten. Da glaubt er einfach nicht dran. Ja. Und während alle anderen Ravenhagener von der Vorfreude auf Weihnachten erfasst werden, zieht er sich zurück. Aber irgendwann findet er auf dem Weg zur Schule vor seiner Tür ein seltsames Holzkästchen. Und dieses Holzkästchen scheint ein Adventskalender zu sein. Da sind nämlich Zahlen drauf und komische Symbole, Hinweise, die ihn auf verschiedene Personen in diesem Dorf bringen oder in diesem Ort, die etwas ja, Besonderes hervorzaubern. Was auch immer das ist, ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen. Jan Brandt erzählt vom Zauber einer widerspenstigen Kindheit. Ein Weihnachtsmärchen in mehr als 24 Kapiteln. Magisch und mysteriös, warmherzig und witzig. Ja, es hat vielleicht so ein bisschen was von magischem Realismus. Vielleicht ein bisschen Kindheit. Ich glaube aber eher nicht, dass es ein Kinderbuch ist. Ich glaube schon eher, dass es was für Erwachsene ist. Es hat auch Illustrationen, die so ein bisschen blau eingefärbt sind. Hier zum Beispiel, finde ich ganz schön. Und ich glaube, dass es ein besonderes Schätzchen ist, von der Aufmachung sowie vom Inhalt. Also ich bin sehr gespannt, kann es einfach noch nicht so richtig einordnen, was mich da erwartet, was eben auch der Adventskalender bedeutet und was diese ja, Schätze sind, von denen hier gesprochen werden, die mithilfe der Einwohner dieses Ortes halt hervorgebracht werden. So, jetzt habe ich euch ja schon auch vorgewarnt, dass ich ein historisches Märchen dabei habe. Das ist auch nur so ein ganz schmales Büchlein. Und zwar, wie der Weihnachtsbaum in die Welt kam von Astrid Fritz. In ja, diesen Rowohlt-Ausgaben gibt es mehrere solche dünne Büchleins. Ich habe bereits das Buch gelesen, Drei Wünsche, was in Hamburg spielt. Ich dachte so, dieser Hamburg-Flair kommt da ganz gut rüber. Und das spielt jetzt in Straßburg. Und wir treffen hier wieder auf ein Kind, nämlich nicht Jonas, sondern Jakob. Jakob ist obdachlos und es liegt die Weihnachtszeit in der Luft, überall ist Trubel, überall leckere Gerüche und ihm knurrt der Magen. Er hat schon seit längerem nichts Ordentliches mehr gegessen und er beobachtet in der Weihnachtszeit
wie eine Familie ihren Sohn zu Grabe trägt, um ihn trauert. Und sie verlassen gerade das Haus zum Begräbnis, so habe ich das jedenfalls verstanden. Und Jakob nutzt die Chance und bricht in das Haus ein und bestiehlt die Familie. Aber er bekommt so große Gewissensbisse, weil diese Familie doch auch nun trauert und er möchte dieser Familie etwas zurückgeben. Und wie er das macht, das erfahren wir hier. Ich denke, es wird irgendwas mit einem Weihnachtsbaum zu tun haben. Es wird vielleicht eine anrührende Geschichte sein und hoffentlich auch eine Geschichte, die gut ausgeht. Auch das ist illustriert mit so kleinen, auch farbigen Illustrationen. Mal gucken, ob ich eine finde. Hier haben wir eine. Ja, mal schauen, wie mir das gefällt. Die drei Wünsche fand ich ein bisschen mau, ein bisschen langweilig. Ich hoffe, dass mich das vielleicht ein bisschen mehr berühren kann. Also auch etwas Berührendes dabei. So, jetzt haben wir noch eins übrig und ich habe euch versprochen, dass es etwas Besonderes ist. Ich hatte noch einen Gutschein von meinem Geburtstag übrig und war auf der Suche nach einem schönen Kinderweihnachtsbuch. Und bin erst nicht fündig geworden und dann aber, als ich nochmal losgegangen bin, habe ich es denn gesehen. Und mir hat schon mal eine Kollegin davon vorgeschwärmt, sie hat das als Hörbuch gehört, aber das Buch ist so schön aufgemacht, dass ich das lieber als Buch haben möchte als Hörbuch. Aber sie fand die Geschichte sehr schön. Und deswegen hat mich das erst recht angesprochen. Ich bin schon dabei, es aufzufriemeln. Ich wollte es euch eigentlich erst zeigen. Jetzt, naja, jetzt zeige ich euch das so. Und zwar ist es dieses wunderschöne Schätzchen hier von Maja Lunde, Die Schneeschwester, eine Weihnachtsgeschichte. Also es hat erstmal ein besonders schönes Format. Es ist ein bisschen größer, fast schon quadratisch. Und es glitzert ein bisschen. Es hat Schnee drauf. Aber auch eben Illustrationen und es ist noch eingeschweißt. Ich wollte aber mit euch mal ein bisschen reinlinsen und deswegen mache ich jetzt einmal die Folie ganz ab, die ich hier schon angefangen habe aufzuknibbeln. So. Und ich denke mal, dass vielen von euch Maja Lunde ein Begriff sein wird. Sie hat ja die Geschichte der Bienen, die Geschichte des Wassers geschrieben, unter anderem Bestseller und eben auch diese wunderschöne Kindergeschichte. Und das Ganze ist in 24 Kapiteln aufgeteilt. Also man kann das im Grunde auch als Buch-Adventskalender verwenden. Für mich ist es jetzt ein bisschen spät, außer ich hole auf. Aber ich glaube, man kann das auch sehr gut hintereinander weglesen. Und hier geht es um Julian. Und für Julian ist Weihnachten bzw. Heiligabend eigentlich der schönste Tag im Jahr. Und er liebt es einfach. Lebkuchen, Clementinen, das Knistern und Knacken im Kamin, das flackernde Licht der Kerzen und außerdem wird er an Heiligabend 10 Jahre alt. Das heißt, er hatte auch noch Geburtstag, der arme Junge. Ich würde mir das nicht wünschen, glaube ich. Aber egal, er liebt Weihnachten, aber ein tiefer Schatten liegt über der Familie und Julian hat dieses Weihnachten eigentlich das Gefühl, Weihnachten ist abgesagt. Also ich denke mal, dass vielleicht irgendjemand gestorben ist. Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber Julian begegnet dann zu der Zeit Hedwig. Hedwig hat grüne Augen, redet schneller als der Wind und liebt Weihnachten über alles. Ganz langsam glaubt Julian, dass es doch ein Weihnachten für ihn geben könnte. Allerdings hat Hedwig ein großes Geheimnis. Ja, und ich hoffe, das Geheimnis ist etwas Magisches. Und hier steht auch noch eine Weihnachtsregel drauf, die wahrscheinlich Hedwig immer aufstellt. Weihnachtsregel Nummer 1. Es kann nie genug Weihnachten geben, sagte Hedwig. Selbst die Besenkammer muss geschmückt werden. Wenn man dann die Tür öffnet, um so etwas Langweiliges wie einen Besen herauszuholen, vergisst man trotzdem nicht, dass Weihnachten ist. Ja, ich hoffe, dass es so ein bisschen witzig ist. Trotzdem, dass es ja auch irgendwie ein trauriges Thema zu sein scheint hat und dass mich das auch verzaubert. Hier sehen wir nochmal die Autorin Maja Lunde. Ja, und ich möchte mal so ein bisschen reinblättern. Also es ist halt auch farbig illustriert. Ich mache einfach jetzt eine. Ich möchte mich ja auch nicht spoilern. Ja, aber es ist wirklich schön und besonders das Cover. Ich muss sagen, dass ich sehr überrascht vom Preis war. Ich habe dafür jetzt 15 Euro bezahlt, also es kostet 15 Euro neuwertig in dieser illustrierten, gebundenen Ausgabe. Wunderschön. Und ich finde, da hätte ich fast schon 10 Euro mehr
gezahlt. Also ich möchte mich nicht beklagen, aber das finde ich vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich schön. Also ich hoffe, dass ich mir da jetzt was wirklich Besonderes gegönnt habe und dass mir das wirklich sehr gut gefällt. Und dass auch das mich in Weihnachtsstimmung versetzen kann. So, das waren jetzt meine 5 Bücher für den Dezember, für die Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, für euch war etwas dabei. Natürlich könnt ihr mir auch gerne weihnachtliche Büchertipps in die Kommentare schreiben, denn davon kann ich nicht genug haben. Ich freue mich wirklich schon auf nächstes Jahr, wenn ich dann meinen Vorrat an Weihnachtsbücher aufgebraucht habe und mir dann neue Bücher kaufen kann für Weihnachten, denn da stehen wieder so viele auf meiner Wunschliste drauf und ihr könnt dafür sorgen, dass es noch mehr werden. Ja, ich habe extra die eisigen und winterlichen Bücher rausgelassen aus diesem Video, weil ich dafür ein extra Video gerne drehen würde, die ich dann im Winter noch lesen möchte und ich denke, dass da auch vieles dabei sein wird. Für euch. Ja, nun wünsche ich euch noch eine wunderbare Vorweihnachts- und Adventszeit und habt auch eine schöne lesereiche Zeit und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!